Hallo, bei Koch von der See aus Franken, eventuell aus Fürth. Tja, warm ist, ich denke mal bei euch auch. Können wir gucken, was haben wir? Ja, es geht in Richtung 37 Grad. Ja, aber essen müssen wir ja trotzdem was. Und wie ich das ja schon öfters gesagt habe, nicht so schwere Sachen im Sommer, ist klar. Okay, was machen wir uns? Wir machen unser Maissüppchen. Ich esse Suppen bei so Temperaturen ganz gern. Erstens einmal, klar sind die warm, aber der Körper kühlt dann natürlich eher, als wenn du was Kaltes isst. Also das ist ja bekannt. Und wenn du das ein bisschen schön abwürzt, dann hast du eigentlich mehrere Möglichkeiten dazu, verschiedenste Gewürze zu verwenden. Und geil ist halt einfach, finde ich, du hast auch deinen Salzhaushalt und alles, was du so rausschwitzt, das gleichst du damit aus und dir geht's einfach prima und hast keinen schweren Morgen oder sowas. Ne? Also wir machen unser Maissüppchen mit ein bisschen Hühnerfilets und ja, was wir dazu brauchen, schauen wir mal an. Unsere Zutaten für heute. Unser Hauptdarsteller in dem Fall natürlich der Mais. Das sind jetzt zwei Dosen von diesem ganz normalen Gemüsemais, die kennt ihr. Und weil mir das ja so ein bisschen zu einfach wäre, möchte ich das auch ein bisschen in die orientalische Richtung ziehen. Deswegen haben wir hier auch ein paar Cranberries, die wir dann am Schluss in die Suppe mit reingeben. Wir haben ein bisschen Kardamom, ein bisschen Muskat, etwas Zimt. Wenn wir für die Suppe verwenden, ich bleibe mal bei der Suppe, dann habe ich eine Zwiebel, vier Karotten, zwei Staudensellerie. Pfeffersalz habe ich mir auch hingestellt, das ist klar. Beim Salz weiß ich noch nicht, weil ich habe ja hier die Brühe, die wir dazu brauchen. Also da gucken wir mal, wenn die fertig ist, ob es noch Salz extra braucht oder nicht. So, dann haben wir Worcestersoße. Der Franke sagt Worcester, aber Worcestersoße ist es. Und hier habe ich geröstetes Arganöl. Das könnt ihr aber auch gern mit Sesamöl oder in der Richtung machen. Ich möchte einfach so einen nussigen Touch drin haben. Dann haben wir Butter dazu, einen Becher Sahne und eben diese Hühnchenfilets, die wir dann einfach ein bisschen mit dem Arganöl einlegen und dann braten wir die mit einem Spießchen drauf und dann ist es gut. Okay, was müssen wir als nächstes tun? Erst einmal das kleine Gemüse kleinschneiden, super, ne? Das Gemüse kleinschneiden und dann bereiten wir die Suppe vor und in der Zwischenzeit übergieße ich das schon mal hier und lasse das einfach ein bisschen ziehen mit dem Arganöl. Okay, ja, dann sehen wir uns quasi, wenn wir am Topf wieder stehen, ja? So, unser Gemüse haben wir klein geschnitten in kleine Würfel. Einfach Karotten, die Zwiebeln und den Sellerie klein schneiden. Den Topf haben wir ein wenig heiß gemacht. Und jetzt kommt die Butter rein. In dem Fall gute Butter, ne? So, wie man das früher gesagt hat. Jawohl. Und hier lassen wir einfach unser Gemüse mal ganz kurz andünsten. So, muss man löffeln. Da. So 2-3 Minuten. Okay? Jawohl, so 2 Minuten ungefähr. Und jetzt gehen wir gleich einmal fast alles vom Mais rein. Nicht alles, ein bisschen was brauchen wir dann später noch. Hier die Suppe, was wir dann mit den Cranberries reingeben. Also heben wir uns da so ein bisschen was auf. Wir können jetzt auch gleich den Zimt und den Kardamom mit reingeben. Den Muskat noch nicht, aber den Zimt und den Kardamom. Genau, lassen wir mit andünsten. Wie gesagt, pfeffern können wir schon mal, vorhin habe ich es erwähnt, aber mit dem Salz, ja, da warten wir mal, darf ruhig grob sein. Mit dem Salz warten wir einfach, wie sich die Brühe entwickelt, ob wir noch Salz brauchen oder nicht. Ich denke zwar ja, aber ja, du weißt das ja selber, ne? Du musst erst einmal schauen. Okay. Ja, das passt dann soweit. Erst einmal noch einmal gucken, das passt auch. Dann können wir nämlich das gleich mit der Brühe aufgießen. Und was wir dann machen, wir lassen das 10 Minuten kochen, kommt der Deckel da drauf, oder Deckel in dem Fall ist ein größerer Topf, das fränkisch halt. Und dann wird es püriert, klar, nochmal abgewürzt mit Muskat und so weiter. Und ja, aber das ist eigentlich das, was ihr jetzt erst einmal machen müsst. Und ja, viel mehr müsst ihr eben nicht machen. Ne? Okay, dann gießen wir es auf. Mit der Brühe, ich habe Hühnerbrühe in dem Fall genommen, weil wir ja auch Hühnerfilets haben. Und dann können wir jetzt noch gleich den Worcester ein bisschen reingeben mit dem Worcester. Okay, ja, und dann lassen wir das einfach mal so 10 Minuten für sich selber. 10 Minuten haben wir es jetzt köcheln lassen. Jetzt gehen wir mal mit dem Pürierstab rein und pürieren das Ganze und geben auch gleich die Sahne dazu. Aber da mache ich die Kamera wieder aus, sonst ist ja eh zu laut. Ne? Also durchpürieren, Sahne dazu, sehen wir uns gleich wieder.
So, püriert haben wir es, die Sahne haben wir dazu. Jetzt fehlt nur ein bisschen Muskat. So ein bisschen, na, aber es riecht schon geil. Also mit dem Kardamom, oder Kardamom, ne, so, und dem Zimt, hat schon was. Gerade bei den Temperaturen, ich kann es euch sagen. Die alten Araber wussten schon was. So, wer jetzt noch mag, deswegen habe ich vorhin nicht hingestellt, kann ein wenig Chili reingeben, dass wir noch ein bisschen, und dann ist jetzt die Maissuppe schon mal fertig. Okay? Ne? Gehen wir nochmal durch und alles ist schick. Jawohl. Ihr seht es ja dann gleich, deswegen müsst ihr jetzt nicht da, muss ich nicht nochmal eine Kameraeinstellung machen, um in den Topf zu sehen. Ihr seht es ja dann im Teller oder in der Schüssel. So, fertig, kann ich wegstellen. Okay? Mach ich auch. So, nächster Schritt. Jetzt braten wir die Hühnchen, die haben wir jetzt auf so Holzspieße. Ne? Ihr habt es ja vorhin gesehen, ich habe es in Arganöl eingelegt. Oder wenn ihr das nicht habt, nehmt ihr halt irgendwie was Nussiges. Ihr könnt es aber auch ganz normal braten und dann vielleicht wieder ein wenig Sesam bestreuen. Ist auch geil, ne? Hauptsache, ihr habt da ein wenig so ein nussiges Aroma drin, das passt perfekt. Oh, die liebt. Also beim Aufräumen sehe ich was. So, unsere Pfanne haben wir heiß gemacht und ich habe mir die gespießten Hühnchen, Innenfilets in dem Fall, Öl brauchen wir ja nicht neu reingeben, weil wir haben es ja im Arganöl eingelegt, von dem her können wir die jetzt einfach so braten. Du kannst es natürlich auf dem Grill machen, war jetzt auch so eine Idee von mir, aber mit dem Holzspieß auf dem Grill vielleicht nicht so das Richtige. Okay, kurz tun wir noch ein bisschen Salz drüber, weil da haben wir noch nichts dran. Dann braten wir die zu Ende. Ja, und dann geht es ja schon ans Essen quasi. Die Suppe ist ja fertig. Wunderbar. So, die Spießchen haben wir jetzt angebraten. Ganz kurz auf jeder Seite, 2-3 Minuten. Haben es noch ein bisschen mit Salz bedeckt, weil war ja noch nichts dran. Und jetzt ja, können wir eigentlich unser Süppchen fertig machen. Während ich das da mache, kann ich meinen Apfelsand schon machen. Wenn ich alles zusammen habe, wäre ich auch perfekt. Aber perfekt ist ja die Gegenseite von Arschloch. Sorry, aber muss ich mal sagen. Ne? Okay, jetzt nehmen wir unsere Schüssel oder was ihr halt dann immer gern habt. Seht ihr mich noch? Nee, also ich bin nur da. Gehen wir ein bisschen von der Maissuppe in der Schüssel. Bin gleich wieder da. Und wenn nicht, dann war es halt der letzte Film. Dann hat mir der Rochus geholt. Ja? Geht ihr eigentlich in den Rochus? Ne? So frisch. Naja, gut. Ja so. Schauen ja welche aus Kanada dazu und so weiter. Also, Grüße nach Kanada, Neuseeland, dann gibt es noch ein ganz weites Land, Nürnberg, Grüße. So, also, Süppel haben wir rein. Jetzt mache ich noch ein bisschen von dem Mais, habe mal ein bisschen was aufkommen. Gib ich da mit rein, schmeiß mal rein, das wird mir nicht sehen, weil der geht relativ unter, aber er ist drin und wenn du drauf beißt, ist das schön. Ähnlich mit den Cranberries, gehen wir genauso rein. Und jetzt nehmen wir noch unsere Spießchen dazu, das mache ich jetzt noch ganz kurz fertig und dann könnt ihr ja im Foodbild jetzt wieder anschauen. Ne? Der Jens von Koch von der Sie sagt, danke, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr mit mir persönlich in Kontakt treten wollt, dann geht ihr bitte auf die E-Mail-Adresse kochvondersee@aol.de und ungefähr 14 Tage später, glaube ich, dauert es momentan, bis ich antworte. Aber ich antworte dann auf jeden Fall. Links, rechts ploppt dann mein Logo auf, das ist so ein runder Kreis. Und solltet ihr bei YouTube angemeldet sein, dann drückt ihr bitte drauf. Dann habt ihr ein kostenloses Abo, was den Vorteil hat, dass ihr seht, wenn ein neuer Film drin ist. Und ihr könnt einen Kommentar unten reinschreiben. Natürlich nur nette, negative, nimmt das System irgendwie nicht an. Ja doch, es gibt schon den einen, nee, es gibt eigentlich nur den einen, der das schreibt. Okay, gut. Was wollte ich noch sagen? Ja, einen Daumen nach oben nicht vergessen, ja. So wie man das so macht. Ansonsten in alter Sprache bleibt mir gewogen und wie immer sage ich, kocht's noch.